Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel begeisterte heute in Graz zehntausende Motorsportfans. Vor großer Kulisse hat der Deutsche auch zu seinem umstrittenen Überholmanöver in Brasilien Stellung genommen. Nachdem er von seinem Teamchef mit der Ferrari-Kritik konfrontiert wurde, sei er sich im ersten Moment selbst nicht sicher gewesen, sagt Vettel heute in Graz. Sei doch gerade beim Grand Prix von Brasilien ziemlich viel passiert. Dann habe ich drüber geschlafen, morgens habe ich ihn sofort angerufen und gesagt, na, also 100%, leg meine Hand ins Feuer. Da war links ein Streckenposten, der die grüne Flagge geschwenkt hat. Und so konnte Vettel heute die Runden durch die Grazer Altstadt richtig genießen und hat dabei den 25.000 Fans eine tolle Show geboten.